Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im heutigen Video möchte ich dir gerne schnell und einfach erklären, wie du das Volumen eines Quaders berechnen kannst. Ein Quader hat als Grundfläche ein Rechteck und die wichtigsten Seiten, die du kennen musst, sind hier bereits gekennzeichnet. Das ist einmal die lange Seite, das A, dann die Seite, die nach hinten geht, das B und dann die Höhe bzw. diese Strecke hier, die nach oben geht, wird dann als C gekennzeichnet. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lautet denn in dem Fall die Formel zur Berechnung des Volumens eines Quaders? Das ist ganz leicht. Wir haben V, dann nochmal im Indiz, für was für einen Körper es sich handelt, ein Quader. Ein Quader sieht auch, kann man sich sehr leicht merken, aus wie ein Ziegelstein. Und das ist gleich ganz einfach A mal B mal C. Der häufige Fehler liegt hierbei daran, dass man bereits die falschen Seiten kennzeichnet oder abliest. Daher bitte darauf achten, dass ihr A, B und C korrekt kennzeichnet. Und jetzt machen wir ein schnelles Beispiel. Annahme ist, dass A 6 cm lang ist, dann B 3 cm und C 4 cm. So, das heißt, wir setzen einfach diese Werte, jetzt das A, bitte nimmt auch immer die Maßeinheiten mit, weil falls man die am Ende nicht hinschreibt oder vergisst, kann es durchaus zu Punktabzug führen. Wir haben jetzt hier dann die Rechnung 6 cm mal 3 cm mal 4 cm. Ich würde als erstes hier, ich schreibe das nochmal auf, V Quader, ich würde hier erstmal mich auf die Zahlen fokussieren, also 6 mal 3 mal 4 und das gibt dann 72 und dann würde ich die Zentimeter mal Zentimeter sind Quadratzentimeter, nochmal mal Zentimeter sind Kubikzentimeter, dass man hier nochmal sehen kann, dass es bei Volumen wirklich 1 hoch 3, Zentimeter hoch 3 oder Kubikzentimeter als Maßeinheit dann gibt. Also wir halten fest, das Volumen eines Quaders berechnen. V ist gleich A mal B mal C. Wir setzen dann einfach die Werte ein. Bitte achtet auf die Maßeinheiten. Hier in dem Fall 6 cm mal 3 cm mal 4 cm. Und das gibt dann 72 Kubikzentimeter. Bitte achtet bei den Aufgaben auch prinzipiell darauf, ob ein Antwortsatz gefordert ist. Denn das kann auch, wenn ihr es vergisst, zu Punktabzug führen. Also Maßeinheiten bitte nicht vergessen und den Antwortsatz nicht vergessen. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, nutzt bitte gerne die Kommentarfunktion. Ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal.